Auch die Grogs. Ich glaube, es ist sogar eigentlich möglich, sich mit den Grogs zu verbinden. Ja, aber naja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie weiß ich nicht. Zu den Grogs gehören ist so eine Sache, ich weiß nicht. Nee, lieber nicht. Wie komme ich jetzt eigentlich vom Fortschritt eigentlich noch weiter? Also so ordentlich weiter. Weil es geht immer schleppend voran gerade im Moment. Alter. Irgendjemand greift mich an. Die Grog greifen den Planeten Hersing an. Scheiße. Aber wenn ich jetzt hier abhaue, dann weiß ich ganz genau, dass ich hier garantiert, ja, weiß ich nicht. Ihr wisst schon, nicht mehr zurückkommen werde. Deswegen muss ich sie so schnell wie es geht zerstören. So, das ist auch hier der letzte, glaube ich. Eroberungssystem, das gehört mir. So, und jetzt muss ich noch irgendwie schnell genug zurückkommen, damit, ja, weiß ich nicht, die meinen Planeten nicht erobern. Ich habe jetzt keine Zeit, hier irgendwas zu machen. Ich muss hier weg. Wo genau bin ich und wo muss ich hin? Okay. Ja, okay. Ich kümmere mich später darum. Scheiße, ich muss jetzt nur ganz schnell die Grogs greifen, den Planeten, Mann. Ja, ich bin unterwegs. Scheiße. Haben die mich jetzt da hinten einfach infiltriert? Sieht das so aus? Scheiße. Haben die kapituliert? Wie sieht's denn jetzt aus? Komisch. Irgendwie leben die immer noch hier und die scheinen irgendwie alle sehr lebendig zu sein. Das wundert mich gerade, ehrlich. Weil ich habe mich gerade extra verpisst und da hinten nichts eingesammelt und dann sind die Grogs auf einmal wieder weg. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. So, wie kriege ich das eigentlich hin, dass die auch mit mir zusammen eigentlich gegen die Grogs fighten? Oh, das ist relativ okay. Verkaufen, verkaufen ist gut. Man kann hier bestimmt auch ordentlich was einsammeln an Gewürzen. Ja, oder auch nicht. Oder auch doch. So, da hinten kann ich auf jeden Fall was einsammeln. Und zwar richtig viel, glaube ich. Jo. Wenn ich jetzt nochmal merken würde, wo ich das jetzt verkauft habe. Und das war, glaube ich, hier bei denen. Dann kann ich hier noch mehr, viel, viel mehr Cash machen. Jawohl. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Da stehe ich drauf, richtig. So. Aber nochmal schauen, wo ich hin will. Wo will ich hin? Jetzt weiß ich, wo ich hin will. Aber weit, weit weg will ich hier eigentlich. So. Wo habe ich hier vorhin was gefunden? Gute Frage jetzt, wo ich hier irgendwas gefunden habe. Ich muss eigentlich die Planeten immer alle mal besucht haben, sonst weiß ich nicht, habe ich so fast gelitten. Weil sonst sehe ich aber nicht, wo ich war. Das hätte ich ein paar Mal öfter machen müssen, von der Reise, sag ich mal, ins große, weite Universum. Shit. Ich glaube, hier ist mies. Hier bin ich jetzt an einem richtig beschissenen Punkt. Ach so, hier befinde ich mich jetzt.
Wie kriege ich jetzt viel Flieger? Ich bin doch schon so viel am Fliegen. Bekomme es aber trotzdem irgendwie nicht hin. Die nächste Plakette dafür. Scheiße, was sind da für welche? Hoffentlich Verbündete. Oh Gott, die sehen nicht so verbündet aus. Ich gehöre zur Shadow Spezies. Ich will aufladen. Was ihr wohl im Handel hättet? So. Wenn ich jetzt einen weiter gucke, dann müsste hier das gleiche Volk sein, oder? Oder zumindest irgendwo in der Nähe. Irgendwas ist doch noch hier. So, nur ist die Frage, wo ist die Hauptbase? Willkommen, liebe... Achso, warte mal, das sind doch andere? Willkommen, liebe Mitlebensform. Ist es nicht schön, Freude am Dasein des anderen zu haben? Genießen wir diesen Augenblick. Ich komme in Frieden. Handel. Extreme Energiespeicher. Die Energiekapazität eines Raumschiffs auf den Maximalwert. Dafür brauche ich Missionist oder Kolonist 4. Das heißt, ich muss mehr Kolonien machen. Theoretisch ist es kein Problem, Kolonist zu machen. Genauso sieht das auch aus mit dem Dings, ne? Mit dem Weltenklascher. Genau, wieso mache ich nicht einfach 1000 Kolonien? Das ist doch viel einfacher. Da komme ich doch viel besser als... Warte mal, hier war ich letztes Mal schon. Hier waren irgendwo die Assholes, die ich angegriffen habe. Aber nicht gelootet habe im Endeffekt, oder? War das nicht so? Keine Ahnung. Besuchen! So. Shit. So, da war ich auf jeden Fall schon. Die mögen mich ja relativ. So, ich brauche dieses Koloniezeug. So, und wer befindet sich denn hier? Wer ist das? Wer ist das? Ich komme in Frieden. Handel. Kolonie- und Fassbarpakete. Kann ich mir einige von holen. Das ist doch gut, wenn ich die mir holen kann. So. Ihr wollt die eigentlich für einen relativ okayen Preis? So, dieses Kolonie- und Fassbarpaket. Davon hätte ich gern 2. So, da liegt das Problem, ne? Weil es gibt nicht unendlich davon. Zu kaufen. Da liegt, glaube ich, das Problem. Du hast unsere Grenze übertreten. Sei froh, dass wir nicht schon im Krieg sind. Was denn? Was habe ich denn gemacht? Beachte die vielen großen Waffen gar nicht, die auf deinen Hirn zählen. Sie dienen nur zu deinem Schutz. Ich komme im Frieden. So. Gucken wir mal, wie groß ist denn dein Reich? Wenn es ein T3er ist, dann ist er sowieso schon für den Arsch, für mich. Ja, das ist eindeutig zu viel gerade. Okay, dann greife ich euch erstmal nicht an. Habt ihr erstmal Glück gehabt? Verdammt. Wie komme ich hier am besten hin? Über diese Wege, ne? Du bist ein Abschnitt des Weltes des Großen Rates, über den der Große Rat regiert. Willkommen. Ach, die stehen auch wieder direkt auf mich, ne? Die wollen mit mir eigentlich kein Beef. Ich komme in Frieden. Ist meine Ehre und Handel. Zwei diese Koloniepakete holen. So, gibt's bestimmt noch bessere Preise, aber der ist schon echt gut. Der gefällt mir schon. So, ich will am liebsten noch näher dran gehen.
Näher, 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 noch näher. Und dann bin ich schon daheim. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich hier fliegen kann und wie das damals war, dann ist das ja echt eine große Verbesserung. Ach ja, das kann ich ja direkt wieder an euch verkaufen. Wie war das nochmal? Kolonist 5 oder Eroberer 5? Bei beiden weiß ich nicht, wie viel ich noch brauche. Genauso wie, also genauso sieht das aus mit hier Interstellarantrieb. Ich weiß einfach nicht, wie viel ich machen muss noch. Was sind hier denn für tolle Umlaufbahnen? Guck mal, die wollen alle, dass ich die abkaufe. Aber ich will die gar nicht. Guck mal, Geraudern. Eigentlich könnte ich da wieder eine Kolonie hinpacken. Na ja, jetzt einfach. Ja, einfach irgendwo hingeschissen. Guck mal, da sieht man noch so einen Abdruck von den Kolonien. Oder den früheren Kolonien halt eben. Ich weiß nicht, ob ich immer warten muss. So, du hast eine Kolonie auf Geraudern errichtet. Das ist gut. Erträge gibt es hier zwar Zero, aber ist mir auch egal. Ich will ja auch einfach nur die Kolonie errichten. Ist niemand hier? Gibt's hier, was gibt es hier für Planeten? Unbeansprucht, T0, T0. Und hier? Nee, auch nicht so ideal. Das muss schon für mich so ein grünes Dings sein. Ja, und hier ist schon eine Art. Man ist hier besetzt. Ärgerlich. Da ist was. Das ist zwar T0, aber hier unbeansprucht und so weiter und so fort. Kackt auf. Ich will einfach nur dafür sorgen, dass ich diesen Kolonisten da bekomme. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt einfach komplett wieder rauszoomen kann und abhauen kann oder ob ich mir die Zähne mal anschauen kann. Ich will jetzt auch nicht unnötig so ein Kolonie- und Fassbarpaket draufwerfen, abhauen. Und letztendlich entsteht keine Kolonie. Das wäre halt echt scheiße. Das wird mich halt übelst ankotzen. So. T1, unbeansprucht. Das hört sich doch gut an. Um einfach irgendwo wieder eine Kolonie einfach hinzubomben. Die Frage ist, bei welcher Kolonistenplakette bin ich eigentlich gerade im Moment? Ah, ich hatte schon bessere Preise gesehen. Alter, habe ich bei denen gerade zufällig reduzierte Preise? Außer jetzt bei diesen Kolonisten-Links-Paketen. Glaub wohl. So, mal gucken, ob die anderen irgendwie jetzt darauf reagieren, dass mein Reich immer größer wird. Zumindest hoffe ich nicht, dass die böse reagieren. Irgendwie, dein Reich ist mir zu groß mittlerweile oder sowas ähnliches. Sei gegrüßt, schön dich zu sehen. Nö, die sind vollstens mit mir zufrieden. Gefällt mir. Das Wuppreich, die komischen Plüschtierchens. So, zwei super tolle Kolonistenpakete. So. Irgendwas mit einer guten... Ach, da. Da kann ich doch auch schon wieder meine Art hinpflanzen. So, und ich gebe einfach mal... Scheiße. Einfach mal hier so ein Ding hin. Boom. Mal schauen, was bringt's. Ob's was bringt. Yeah. Oh mein Gott. Ich habe eine Kolonie errichtet und seid gegrüßt, Kapitän. Handel. Okay. Keine Ahnung. Was soll ich denn hier schon gebrauchen können?
Wieso muss ich eigentlich Planeten Sibrin schon wieder... Wieso muss ich eigentlich schon wieder mich um diesen Müll kümmern? Was ist denn los eigentlich? Wieso empfangt... Warum kriege ich ein Signal dafür? Einfach nur, um zu wissen, dass ihr da seid? Das ist super gut. Ja, ich komme. Kein Problem. Ich helfe euch. Aber ist euch aufgefallen, dass der Balken bei mir jetzt bis jetzt in den letzten 40 Minuten, glaube ich, ist es überhaupt nicht gestiegen? Und das ist mein kleines Problem jetzt, aber richtig. Ich weiß nicht mehr, wie ich das zum Steigen bringen kann. Durch erobern? Zerstören? Töten? So. Ach so, noch weiter, okay. Boah, ich glaube, ich habe sogar getroffen. Korrekt! Wie geil ich drauf gezielt habe und es trotzdem einfach mal geklappt hat. So, wie komme ich jetzt in der Evolution eigentlich nochmal weiter? Stern erobern? Kolonie gegründet, Kolonie gegründet, Kolonie gegründet, Kolonie gegründet. 128 Gewürze gehandelt, Kolonie gegründet. Alter. Guck mal, da ist es nichts dagegen. Guck mal hier bei Weltraumphase. Guck mal, wie viel... Alter, wie viel da drin gelockt wird, ey. Was man alles gemacht hat und getan hat und dies und das und Ananas und... Hier ist echt alles drin. Das ist echt krass. Wirtschaftlich bin ich... Hätte ich einen besseren Zweig bekommen? Habe ich es deswegen das Leben so schwer, weil ich alles durch Wirtschaft lösen wollte? Es gibt mir gerade auf jeden Fall zu denken. Ich denke darüber gerade nach, was ich hier falsch mache. Weil irgendwie habe ich immer noch total wenig Cash in der Tasche und das ist schon echt nervig. So, die geben mir natürlich wieder Gewürze. Genauso wie meinen anderen Buddies mir eigentlich auch Gewürze bringen sollten. Habe ich jetzt auch bekommen. Dann gehe ich noch einen weiter und hole mir noch mehr Gewürze ab. So, und damit kann ich meinen Cash jetzt machen, ja? Indem ich die ganze Zeit rumfliege und Gewürze von meinen eigenen Leuten hole. Ach, haben die für mich vielleicht noch ein pinkes Gewürz sogar? Und, ich weiß nicht, irgendjemand greift irgendeinen Planeten an. Wo denn, genau? Ach, hier vorne. Ich kann da sogar hinfliegen. Auf direktem Wege sogar. Okay. Aber das sind nur Piraten, oder? Ja. So, ach so, da sind noch mehr. Kann ich einfach einen Laser benutzen? Ich kann den Laser einfach wirklich dafür benutzen. Laser, boom. Auch eine geile Sache eigentlich. Laser, boom, 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 boom. Und das Problem scheint hier in Luft aufgelöst zu sein. Geil, die wollen mein komisches Gewürz. Okay, ich wäre hier erstmal fertig. So, ihr sammelt ja sowieso kein Gewürz für mich, weil ich zu faul bin, das auf jeden Planeten einzustellen, weil das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich mittlerweile echt schon in Reichtum schwimmen können, einfach nur, weil ich überall einfach nur diese Geysire farmen könnte und dann wäre ich einfach richtig reich. Ja. So, was bringt das eigentlich, wenn ich hier noch die ganzen Sachen eigentlich hier aufkaufe? Ob die das wohl okay finden, wenn ich hier für 1 Million das Ding abkaufe? Ob die das wohl in Ordnung fänden? Handel. Also meine ich das nicht. Mit dem Handeln.
Und zwar Diplomatie. Und zwar kaufe ich erwerben. 1 Million. Ist zu niedrig. Kannst du es erhöhen? Ich kann es nicht erhöhen. Oh Mann, ey. Ich hätte gern, dass jemand für mich angreist. Haben wir einen gemeinsamen Feind? Und wenn ja, wer ist es? Wabbelreich. Grenzschuhreich. Im Reich im Imid-System. Grenzschuhio. Grenzschuhio. Die Ausstattung unserer Flotte mit biologisch verträglichen Waffen war so teuer, dass wir den eigentlichen Kampf nun nicht mehr beschreiten können. Hast du vielleicht $54? Ja, hier ist dein Geld. Ich bekomme vom Grecio-Reich irgendwelche Meldungen. Oh Mann, warte mal. Kegelreich greift die an. Ach, das sind die? Captain, wir brauchen deine Hilfe. Unser Feind ist das Kegelreich. Hat eine außerirdische Flotte entsandt. Was? Moment. Ach. Ach, Moment. Nein, das seid doch nicht ihr, oder? Echt jetzt? Oh Gott, ich will damit auch meinen Handelspartner kaputt machen. Oh nee. Leute. Oh Scheiße. Alter. Wenn die wissen, dass der Krieg wegen mir entstanden ist, dann... Scheiße, dann habe ich einfach gelitten. Das wäre echt mies. Ich mache mich hier mal weg, ne, Leute? Viel Spaß noch. Wenn ich das Kegelreich jetzt angreife, dann bin ich mit denen im Krieg und dann habe ich... Oh, richtig gelitten. Scheiße. Ich habe nicht daran gedacht, dass ihr das seid, Leute. Tut mir leid. Ich dachte, das wären andere. Wie mies eigentlich. Wie mies. Gut, also Leute. Wir machen an diesem Punkt, glaube ich, erstmal wieder einen kleinen Cut. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal.